Hallo und herzlich willkommen bei Country Life Germany. Der eine oder andere von euch hat es mit Sicherheit auf Instagram oder Facebook gesehen, wir haben unseren Stall umgebaut. Kurz was zur Geschichte. Der Stall war früher mal eine Anbindehaltung für Milchkühe, aber das liegt schon so lange zurück. Das war vor meiner Zeit, fast vor 20 Jahren circa, ist der Stall dann umgebaut worden zu einem Schweinestall. Vor 3, 4, 5 Jahren ist der Stall dann ein zweites Mal umgebaut worden. Da haben wir dann zwei große Tiefställe eingerichtet für die Schweine, wo wir die Schweine dann auch in größeren Gruppen halten konnten, was ein großer Vorteil ist für das Sozialleben von den Tieren. Aber wie das in der Landwirtschaft nun mal so ist, es kommen ständig neue Vorschriften, ständig neue Regelungen. Und ab Anfang nächsten Jahres tritt eine neue Regelung in Kraft, nämlich das Kastrationsverbot für die Ferkel. Wir haben die letzten Jahre unsere Ferkel immer selbst gezogen und dieses neue Kastrationsverbot stellt uns natürlich vor erhebliche Schwierigkeiten. Die Tierarztkosten für so eine Kastration sind zu hoch und wir können das wirtschaftlich eigentlich nicht mehr tragen, sodass wir uns letztendlich dazu entschlossen haben, gegen Ende des Jahres die Schweine abzuschaffen und dann mehr mit den Rindern zu gehen. Also musste ein neues Stallkonzept her. Wir sind also hergegangen und haben dann in den letzten 2 Wochen die alte Stalleinrichtung für die Schweine rausgerissen und haben eine neue Stalleinrichtung von Jordan für die Rinder eingebaut. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze geworden ist. Ja, nach 2-wöchiger Umbauphase war das Ganze soweit und war dann auch fertig. Wie ihr sehen könnt, haben wir die Gitter selber hier an unsere Hauptstützpfeiler angebracht. Sowohl da vorne als auch hier hinten. Hier vorne, die beiden Stützen, haben wir mit Schwerlastankern im Boden festgemacht. Das Ganze hält sehr gut und da hinten dann mit Schwerlastankern auch in der Wand verankert. Was uns beim Umbau sehr, sehr wichtig war, oder was für uns ein wichtiger Punkt war, war das Tierwohl. Und wie ihr sehen könnt, hier vorne sind jetzt die beiden ältesten Kälber von letztem Jahr, aus dem Herbst. Und wie ihr sehen könnt, die haben eine relativ große Box. Das war uns halt auch wichtig. Das sind jetzt knapp 15 Quadratmeter. Das ist letztendlich auch die Box, wo nachher der Bulle dann rein soll. Nur damit ihr mal eine kleine Vorstellung habt, was gesetzlich eigentlich vorgegeben oder erlaubt ist. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich habe über Hessen leider nichts gefunden, aber bei der Landesanstalt Landwirtschaft Thüringen habe ich was gefunden zur Mutterkuhhaltung. Dort wird empfohlen 6 bis 8 Quadratmeter pro Kuh. Und dieser Stall hier vorne, wo der Bulle nachher einzeln rein soll, hat circa 15 Quadratmeter, 15 bis 16 Quadratmeter. Das heißt, der Bulle hat hier schon doppelt so viel Platz wie eigentlich gesetzlich vorgegeben. Genauso verhält es sich jetzt mit dem anderen Stall, wo der Bulle jetzt aktuell drin ist. Deshalb sitzt das Gitter auch ein bisschen höher als das andere. Und ja, der Stall soll definitiv noch weiter ausgebaut werden. Das war jetzt der erste Bauabschnitt. Wie ihr vielleicht schon im Hintergrund hören konntet, sind hier noch ein paar Schweine drin. Die sind da hinten noch. Die ziehen aber noch zum Ende des Jahres, beziehungsweise während der Ernte sollen die dann raus, so im Herbst, August, September eventuell, sind dann die letzten Schweine hier draußen. Dann geht es weiter mit dem zweiten Bauabschnitt. Im zweiten Bauabschnitt soll der Stall nach hinten verlängert werden, da wo der Bulle jetzt drin ist. Und dann haben wir hier circa einen Bereich, wo die Kühe so um die 38 Quadratmeter haben, 38, 40 Quadratmeter. Und da sollen nachher nochmal 3 Rinder einziehen, die dann vom Bullen nochmal gedeckt werden, sodass wir dann da hinten knapp 40 Quadratmeter haben für 3 Kühe. Also auch wieder viel, viel mehr Platz, wie gesetzlich eigentlich gefordert.
Eingestreut werden die Ställe mit Stroh, um das natürlich das Ganze so artgerecht wie möglich zu gestalten. Und da hinten in die Ecke kommt noch ein Kälberschlupf, sodass die Kälber dort ihr eigenes Spielzimmer haben und ihren eigenen beruhigten Bereich. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir unter dem Fressgitter Bretter montiert. Das hat den Grund, die Kühe, die rupfen das Heu oder die Silage aus diesem Haufen so raus. Und würden da keine Bretter sein, würden die Kühe immer unter dem Fressgitter fressen und das dann rausrupfen. Und dadurch würde immer das Futter mit in den Stall reingezogen werden und dementsprechend verunreinigt werden. Und wir hätten einen zusätzlichen Eintrag an Heu bzw. Silage in den Stall, in den Mist, was wir ja eigentlich so nicht wollen. Das soll ja eigentlich hauptsächlich Stroh sein. Und die Bretter tun das halt einfach vermeiden. Ja, wie gesagt, das Ganze ist ein Tiefstall. Das Ganze kann man hier jetzt auch ganz gut sehen. Ich denke, ihr seht die Stufe. Das ist das, was so ein Tiefstall letztendlich auch ausmacht. Sie stehen tiefer, das heißt, der Mist hat Platz, sich ein bisschen anzusammeln und steigt dann natürlich mit den Wochen und Monaten immer weiter an, sodass sie dann auch irgendwann oben stehen oder höher stehen. Denn momentan hängt hier für die beiden jungen Rinder, beziehungsweise eine junge Rindin, einen jungen Bullen, hängt das Gitter noch ein bisschen hoch. Aber dafür ist die Stufe auch gut. Wie man hier sehen kann, der hat das schon ganz gut gelernt, sich da auf die Stufe zu stellen, und dann kommt er nämlich auch durch das Gitter durch. Außerdem ist an dem Pfosten zusätzlich noch das Tränkebecken befestigt. Und wie ihr hier sehen könnt, das Gitter ist speziell geformt, das ist hier so ausgeformt, sodass die Tränke von beiden Seiten gut zu erreichen ist. Zum Abschluss interessiert mich noch, ob euch der Stall genauso gut gefällt wie mir. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Daumen hoch und schreibt mir doch vielleicht mal in die Kommentare, ob ihr das alles genauso gemacht hättet oder ob ihr vielleicht irgendetwas anders gemacht hättet. Wenn ja, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Country Life Germany. Macht's gut!